Alles ist besser mit Bacon. Natürlich auch Uncharted 4, vor allem wenn man es nochmal neu anfängt, weil die erste Aufnahme ja ein leichtes Problem hatte. Uncharted 4, gerade erst erschienen, der vierte Teil der Uncharted-Reihe, wie schon die Nummer vermuten lässt. Ja, ich würde sagen, wir springen einfach mal direkt rein, sozusagen. Ja, ich habe es hier gerade eben schon mal alles gespielt, den Anfang. Total pillepalle alles, mega einfach. Zeigt eigentlich nur das typische Guten Morgen Aufwärmprogramm, was ich so jeden Tag durchmache. Ab und zu hört ihr im Hintergrund vielleicht noch die Julani vor sich hin grunzen oder einen komischen Kommentar vor sich hin murmeln. Ob das in der Aufnahme drin ist, weiß ich nicht, weil sie manchmal da etwas sehr leise ist, denke ich mal. Ja, genau. Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Henry Avery, 1694. Und ich habe die Chance mit der zweiten Aufnahme jetzt nicht genutzt, um nachzugucken, wer das war. Schande über mich. Jelani, könntest du da sonst mal eben kurz im Internet nachgucken? Ja. Oh, eine Sache, wo ich mir sicher bin. Henry Avery hatte 1694 noch nicht so ein geiles Buch wie hier jetzt. Das ist echt nicht gut. Nicht? Festhalten! Ein Engineer. Sie holen auf! Ja, ich weiß. Dann gib Gas! Sam, ich fahr schon so schnell ich kann! Und hier, ich meine, man kennt es, wenn man die Uncharted 3 kennt. Hier so eine Bootfahrt, die ist lustig, eine Bootfahrt, die ist schön, da kann man was erleben. Zum Beispiel vor anderen Booten weg. Ich halte sie auf. Wegfahren. Oder wenn die zu nah kommen. Ihre Boote sind kleiner. Werfen sie. Hab es. Das macht man ja jeden Morgen auch, beim Autofahren zur Arbeit oder so, einfach sagen, die anderen, die ja. Fahrzeuge wegmachen. Weiter so! Das ist ja nichts Neues. Großes Boot! Großes Boot! So, scheiße! Das ist ja auch jetzt, ne? Fahr weiter zur Insel! Sie dürfen wegmachen. Nicht vor mich fahren! Die dürfen nicht vor mich fahren, ja. Das hat aber auch schon ein bisschen zu weit gekriegt. Was Feines. Ah, und diesmal erkenne ich es auch da. Das, was da gerade so gequant hat, ist in unserem Motor. Ah, ist der Welt. Shit, Motor im Eimer. Was? Ich kümmere mich drum. Gib mir Deckung. Noch was Neues hier, ja. So, und weiter geht's. Direkt zur Insel.
Ja. Ich kann auch nicht vor große Umwege zu machen. Ja, hier kommen jetzt nämlich noch, weil es sonst zu einfach ist, kommen jetzt nämlich noch ein bisschen Helden mit. Erinnert mich ein bisschen an den zweiten Nathan. Teil, den Anfang mit dem Zug. Das war auch ein cooles Intro für ein Spiel. Das war viel hektischer. Nathan. Das mit dem Zug? Ja. Ah, das war ein cooles Intro. Was sollen wir nur mit dir tun? Du bist die Standpauken bestimmt längst leid. Ich bin es jedenfalls. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Ja, das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Ich hatte dir gesagt, lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Gibt das dir das Recht, ihn einfach zu verprügeln? Ja. Es ging nicht nur um das Buch. Worum denn dann? Das Bernsteinzimmer. Bin mir sicher, es geht immer um das Bernsteinzimmer. Mhm. Ich heb's mir für die Beichte auf. Egal, was ich versuche. Du scheinst unbedingt denselben Weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder. Was für ein Jammer. Ach ja, das war doch schön. So eine Aussprache, fühlt man sich da nochmal befreit. Vor allem, wenn da hinten unser Bruder auf uns wartet. Nur der Vollständigkeit halber möchte ich mal eben hier nochmal einmal ganz kurz gucken. Ich glaube das ja immer nicht, dass hier nirgendwo Sachen versteckt sind. Oder zum Beispiel hier die Tür ist die vielleicht auch. Nee, kann man gar nicht mit interagieren. Gut, dann bleibt uns wohl wirklich nichts anderes übrig als. Ich sehe dich. Hier raus. Hier hoch. Und hoch und rüber. Genau, hoch und rüber. Das klappt nur leider nicht so ganz. Ziemlich rutschig. Ach, probieren wir es doch nochmal. Nein, natürlich. Den Anfang spielen wir jetzt ja zum zweiten Mal. Weil es beim ersten Mal leider ein bisschen die Aufnahme zerrissen hat. Da weiß ich ja schon mal ganz grob, was ich machen muss. Wir werden gleich unsere gute Freundin, die Schwester, nochmal wieder treffen. Still und leise. Hier hatte ich, glaube ich, das letzte Mal schon geguckt. Oder hatte ich hier schon geguckt? Hier war nichts, ne? Nee. Jetzt müssen wir leise sein. Aber auch. Ist es nicht unsere Aufgabe, solchen Jungen zu helfen? In der Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit, ihn aufzugeben. Sie müssen es einsehen. Gut, ich rede morgen mit ihm. Okay? Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Schwester Catherine. Ja, und gleich erfahren wir das dunkle Geheimnis von Schwester Catherine. So viel kann ich ja schon mal verraten. Die ist nämlich nicht so gut, wie sie immer tut. Die alte Hexe. So, mal eben hier noch einmal kurz gucken. Denn die Tür ist abgeschlossen, das weiß ich noch vom letzten Mal. Hier vorne gab's nämlich... Upsa. Hier vorne gab's den Zettel. Meine Akte.
kommen wir geil ran. So, und da sehen wir, dass wir nur Abusive Language haben. Er hält's Maul. Und Fighting, ey, gibt gleich auf Maul. Aber wir sind nicht aggressiv. Obwohl, das passt gerade nicht zu dem, was ich gesagt habe. Und den ganzen anderen Kram sind wir auch nicht. Und im Endeffekt hat der Pater uns gesehen. Und ja, wie wir halt uns auf Edward gestürzt haben, der viel größer ist, als der sich halt unser Buch gekrallt hatte. Also eigentlich können wir da nichts für. Wir haben nur unser Eigentum verteidigt. Da vorne ist die alte Schnepfe. Die liebe nette Dame. Mein Ziel ist da hinten das Fenster. Ich muss zu dem Fenster. Na los. Bewegung, Schwester. Oh, diesmal hat sie uns entdeckt. Nathan. Jetzt gibt es Ärger. Das war nicht gut. Muss sie nicht mal gleich rausaschen? Alter, die merkt doch nichts, die Alte. Sie hat sich doch gerade entdeckt. Ach, pipapo. Ist gut passiert, ne? Schwester Catherine? Das war nämlich, das hier ist nämlich ihr dunkles Geheimnis. Sie ist nämlich eine alte Kettenraucherin. Okay, da mit der Wand kann man auch nichts machen. Mal eben gucken. Oh, da haben die mich zwischendurch sogar schon mal entdeckt. Ja, vielleicht habe ich doch lieber ab. Und dann ist schon unser Bruder, der da langläuft. Und dem wir jetzt hier natürlich folgen, weil wir ein kleines Abenteuer erleben wollen. Upsi. Ja, letztens wurde ich gefragt, was ein Uncharted überhaupt für ein Spiel ist. Und da habe ich gesagt, es ist wie Tomb Raider, nur mit einem Mann als Hauptcharakter. Sam? Oh, wo unser Bruder wohl hin ist, da ist eine Lampe und wir sehen ihn nicht. Ist mir erst danach aufgefallen, man hätte auch eigentlich sagen können, es ist wie Indiana Jones. Ich meine, der war ja auch mal jung. Gab's auch die tolle Fernsehserie, die Abenteuer des jungen Indiana Jones. Oh, du musst lernen, auf dich aufzupassen. Die fand ich zumindest, als ich noch klein war, gut. Nicht zu sehen, kleiner Bruder. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle, Nathan, weil... Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann nicht bis Weihnachten warten. Was? Ist es draußen? Wie war das mit dem Ärger noch? Ja, das ist deine Ausnahme. Aha. Ja, die Suche nach Schätzen hier spare ich mir gerade einfach mal ein bisschen, weil das hatte ich, glaube ich, schon beim letzten Mal so grob abgeguckt. Es gibt ja halt Schätze, die schalten so ein paar lustige Sachen im Menü frei. Nicht wirklich wichtig, aber ich freue mich immer, wenn ich das finde. Habe aber nicht den Anspruch, alle zu finden. Ziemlich leer hier. Wo sind alle hin? So ein Bibeltreffen. Ich finde einfach mal, die Steinmauer sieht geil aus.
ist eine geile Steinmauer. Hallo Steinmauer. Nein, aber ich meine, wenn man sich die anguckt, ich finde, die sieht einfach... Da möchte man anfassen. Geht es, Pater Duffy? Er ist der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal Hallo. Keine Lust auf Schuldgefühl. Man muss auch vorsichtig sein, wenn der Pater der nette Kerl ist. falsche Richtung. Hallo? Hallo? Hochziehen, danke. Genau. Okay, wir sind gleich da. Das war leicht. Okay, dieses wir sind gleich da, das muss man wirklich sagen, das ist so relativ gesehen, weil wir sind hier gleich noch echt noch ein bisschen unterwegs. So ein paar Minütchen. Verdammt. Kein Türkeil. Ja, das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau. So. Boah. Und jetzt geht's ab nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Hier, komm schon. Du bist dran. So, einfach ranspringen und dann kann man jetzt mit L1 sich hochziehen. Und dieses Tolle an diesem Seil ist, das wird man nachher auch noch sehen, das kann man immer mitnehmen, das recycelt man die ganze Zeit sozusagen. Das ist total super. Da hat er es gerade eben auch schon wieder reingeholt und nimmt das jetzt wieder mit. Was hast du so gemacht? Vor allem gearbeitet. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Weißt du? Ja, mal nein. Aktuell eher nein. Ich frage mich gerade, ich glaube nicht an einen Teil, ich kann mich nicht erinnern, dass man seinen Bruder gesehen hat. Ich glaube, das ist jetzt kein schlechtes Zeichen. Ich glaube aber schon. Okay, ohne Mumm kein Ruhm. Denk nicht darüber nach, du schaffst das. Easy. Nichts leichter als das zum Sprung. Und hüp. Hab dich! Siehst du? Kein Problem. Ja. Echt kein Ding. Bleib bei mir. Und weiter geht's. Einmal an der Mauer entlang. Ziemlich cool, was? Ja, voll. Ist ja auch gerade das Viertel vor zwölf. Direkt hinter dir. Ist ja eine perfekte Zeit, um irgendwie aufzubrechen. Okay. Okay. Ab durch die Mitte. Schön vorsichtig. Vorsichtig. Ups. Ist das eine Sünde? Ich glaube ja. Viel Respekt, mein Freund. Bereit, Tarzan? Mhm, Tarzan ist bereit. Ja. Zack. Okay, weiter. Und man achte gleich mal auf unseren Sprung. Hui. Elegant. Und jetzt kommt unser Bruder. Geht so. Ja, musst du ja auch das Seil da noch abmachen. Ach. Pille-Palle. Einmal mit Profis. Hey, den Turm hoch. Los. So hoch kann ich nicht springen. Okay, geh einfach um die Ecke. Ich habe mich schon beim letzten Mal gefragt, ob das wirklich so eine gute Idee ist, an so alten Holzteilen hochzugehen. Die so knarzen. Ich
Schöner Ausblick, was? Ja. Ja, und nicht auch, schlecht. Wenn ich ihn schon beim letzten Mal. Ja, keine Angst, sage ich jetzt nicht das ganze Spiel über, weil. Ich habe es ja nicht weit gespielt, bis ich den Aufnahmefehler festgestellt habe. Aber hier, guckt, ich finde, das sieht schon ganz. Da hinten sieht man eine Großstadt. Das ist schon mit Liebe gemacht.